Willkommen zur jetzt mittlerweile schon vierten Vorlesung zur linearen Algebra. Ich werde heute, so gut es mir möglich ist, Professor Knapner vertreten. Mein Name ist Raphael Schulz. Ich bin einer der Assistenten zu dieser Veranstaltung. Also ganz generell, wenn Sie organisatorische Fragen haben, Fragen zur Übung, meinetwegen auch inhaltliche Fragen der Vorlesung, können Sie gerne zu mir oder zu meinen Kollegen kommen und Fragen stellen. Gut, Herr Knapner hat am Mittwoch schon den reellen Vektorraum Rn eingeführt. Ich möchte das kurz wiederholen. Zunächst mal hatten wir Rn als die Mengengesamtheit, die Menge aller n-Tupel definiert. Und auf diese Menge aller n-Tupel wurden jetzt zwei Operationen definiert. Zum einen eine Addition, komponentenweise Addition, und zum anderen eine Skalarmultiplikation. Ja, man konnte ein Skalar, eine reelle Zahl, multiplizieren an diesem Tupel. Das war definiert als die Multiplikation dieses Skalars mit jedem Tupelelement, mit jeder Koordinate. Und insbesondere dadurch, dass es komponentenweise definiert war, galten diese acht Eigenschaften, diese Addition und Multiplikation. Zum einen die Kommutativität, das heißt x plus y ist das gleiche wie y plus x, das kennen wir aus den reellen Zahlen. Ebenso die Assoziativität, das bedeutet, es ist egal, welche der Operation, also man hat drei Operanden und welche dieser drei man zuerst miteinander summiert. Ob man erst x plus y und dann zusätzlich das z summiert oder erst y plus z und dann das x mit hinzu addiert. Außerdem hat man die Existenz eines neutralen additiven Elements, das ist der Nulltupel, also jede Komponente davon ist Null. Und man hat für jedes Element x, also für jeden Tupel x, hat man auch ein inverses Element. Das heißt, addiert man dieses inverse Element zu diesem x hinzu, bekommt man gerade das neutrale Element Null. Gut, nachdem die Addition komponentenweise definiert war, ist ziemlich klar, wie diese neutralen Elemente und auch das inverse Element aussehen. Es ist gerade komponentenweise entweder das additive neutrale Element 0 oder eben komponentenweise das additive inverse Element von einer Zahl x1 für die erste Komponente ist gerade minus x1. Gut, die Skalarmultiplikation hat auch einige Eigenschaften. Zum einen ist sie auch assoziativ, das heißt, in dem Sinne, dass man, wenn man zwei reelle Zahlen an ein Tupel multiplizieren möchte, kann man entweder erst diese beiden Zahlen miteinander multiplizieren und dann diese reelle Zahl Lambda μ skalar multiplizieren an das Tupel x, oder man skalar multipliziert nacheinander μ an das Tupel x und dann Lambda an das Tupel μ x. Das macht keinen Unterschied, man muss sich da also keine Gedanken machen, was man zuerst rechnet. Außerdem gibt es auch ein multiplikatives neutrales Element. Das ist gerade die reelle Zahl 1. 1 multipliziert mit einem Tupel, bleibt gerade der Tupel. Und was wir noch haben, um die zwei Operationen jetzt, Addition und Skalarmultiplikation, irgendwie verknüpfen zu können und damit dann auch rechnen zu können, sind Distributivgesetze. Also Lambda plus μ x ist Lambda x plus μ x. Und Lambda x plus y ist Lambda x plus Lambda y. Gut, das sind ganz nette Eigenschaften. Und außerdem werden hier noch mehr Eigenschaften erfüllt. Aus den Eigenschaften lassen sich recht leicht solche weiteren Eigenschaften ersehen. Das haben Sie aber am Mittwoch schon gemacht. Ich möchte noch mal kurz auf diese Definition hinaus. Also Sie haben eine Menge, in unserem Falle war das r hoch n, also die Menge aller n-Tupel mit reellen Komponenten. Und diese sind versehen mit dieser Addition und dieser komponentenweise Skalarmultiplikation. Und wir nennen dann diese Menge r hoch n einen n-dimensionalen Vektorraum über r oder Skalarvektorraum über r, wenn diese Operationen, gerade diese Definitionen, diese acht Eigenschaften hier erfüllen. Gut, und jedes Element aus diesem R hoch N nennen wir jetzt weiterhin nicht mehr Tupel, sondern Vektor oder Punkt.
Da, glaube ich, hat Herr Knaben am Ende der Vorlesung am Mittwoch schon angedeutet, dass das vielleicht ein bisschen Verwirrung stiften kann, denn in der Schule hatte man den Punkt als Punkt kennengelernt und einen Vektor als Pfeil. Wir werden hier den Begriff eines Vektors und auch den Begriff eines Vektorraums viel abstrakter auffassen. Also in unserem Falle, gerade in dieser Vorlesung hier, sind alle Elemente, die wir behandeln, in irgendeinem Sinne Vektoren. Zum Beispiel können wir, um auf diese Pfeilchen noch mal kurz einzugehen, wenn wir hier im R2 sind, falls der Tafelanschrieb hier vorne etwas zu klein oder unleserlich sein sollte, gerade für die hinteren Reihen, bitte sagt mir das. Ja, dann versuche ich ordentlicher zu schreiben, aber vor allem auch größer. So, das ist also mal hier ein Teilausschnitt aus dem R2. Und wir können jeden Punkt, hier beispielsweise diesem Punkt, die Koordinaten x1 und x2 zuordnen. Gut, das heißt, entweder wir sagen, dass dieser Punkt hier ein Vektor ist, das ist im Prinzip so, wie wir vorgehen, oder wir interpretieren diesen Punkt als Ortsvektor. Ja, also können diesem Punkt auch einen Pfeil zuordnen. Das ist im Prinzip, hat die gleichen Komponenten, die gleichen Koordinaten. Das ist jetzt im Prinzip nicht so wesentlich. Interessanter wird es dann vielleicht für die Geometrie. Ja? Wenn wir zum Beispiel Dreiecke behandeln wollen und dieses Dreieck untersuchen wollen, geometrische Eigenschaften, Winkel hier zum Beispiel oder die Länge der Seiten, dann sollte das unabhängig davon sein, von unserem gewählten Koordinatensystem, also vor allem auch, wie wir den Ursprung dieses Koordinatensystems wählen. Wenn wir jetzt nur solche Ortsvektoren haben, sehen wir schon, verschieben wir den Ursprung des Koordinatensystems etwas, naja, dann tut sich auch was am Ortsvektor natürlich. Aber in der Geometrie oder in der Schule haben Sie vielleicht kennengelernt, wenn wir diesen Punkt hier A nennen, diesen B und diesen C, dass man hier solche Vektoren, sogenannt A, C, und das hier wäre dann B, C, nee, umgekehrt, C, B, und so weiter einführen. Und diese sind unabhängig von der jeweiligen Wahl des Ursprungs des Koordinatensystems. Aber wie kann man diese jetzt verstehen oder begreifen, was das sein soll, wenn wir nur Punkte in unserem Raum haben? Also beispielsweise kann man diese ganz schön definieren, einfach als AC ist gerade der Ortsvektor, den man erhält, wenn man den Ortsvektor A auf C verschieben möchte. Das heißt, man hat dann so etwas. Ja, und so definiert man im Wesentlichen dann diese Pfeilchenklasse, die man aus der Schule kennt. Ja. Gut. Dann weiter zur Geometrie. Möchten wir jetzt im Folgenden ein bisschen analytische Geometrie machen, wie Sie das vielleicht auch schon aus der Schule kennen. Und zwar können wir jetzt mit den algebraischen Methoden Geraden behandeln, beschreiben, auch Ebenen im Dreidimensionalen. Und das sieht dann wie folgt aus. Also zunächst mal Geraden in der Ebene, also im R2. Eine Gerade im Zahlenraum oder allgemein im Rn ist gegeben zum einen durch einen Richtungsvektor oder Ortsvektor, durch einen Anfangsvektor v, das ist irgendein Punkt, der auf der Geraden liegt, und einen Richtungsvektor w. Dieser Richtungsvektor soll natürlich ungleich 0 sein, denn wenn er 0 wäre, ja, was hätte man dann als Menge? Nur ein Punkt. Ja? Und dann ist die Menge der Gerade, die Gerade wird aufgefasst als Menge aller Vektoren v plus tw, also Anfangsvektoren plus einen Richtungsvektor, einen skalierten Richtungsvektor, und das ist dann gerade die Gerade, wie man das hier sieht. Also hier ist unser Ursprung, dann ist hier unser Punkt v, oder hier der Ortsvektor, der Anfangsvektor v bildet auf die Gerade ab. Das ist irgendein Element auf der Gerade. Ja, wir könnten auch diesen Punkt hier oben nehmen oder diesen Punkt hier unten. Und wir haben einen Richtungsvektor, ja, der die Richtung der Gerade beschreibt. Und mit diesen beiden Vektoren können wir je nach Wahl von unserem t jedes Element auf der Gerade hier erreichen. Also beispielsweise v selbst wäre für t gleich 0 erreicht.
Dieser Punkt hier wäre etwas sowas wie t gleich 2, irgendwas und so weiter. Ja? Also so können wir recht einfach eine Gerade parametrisieren. Gut, dann besprechen wir im Folgenden einige Sätze. Der erste Satz sagt uns, wann zwei Geraden gleich sind. Also zwei Geraden stimmen überein, die Gerade L, ja, mit dem Richtungsvektor, mit dem Ortsvektor, dem Anfangsvektor V und dem Richtungsvektor W, stimmt überein mit einer Geraden L' mit Anfangsvektor V' und Richtungsvektor W'. Genau dann, wenn der eine Anfangsvektor auch Element der anderen Gerade ist, also zum Beispiel, wenn der Anfangsvektor von L' ein Element der Gerade L ist und wenn die Richtungsvektoren skalare Vielfache voneinander sind. Ja, wobei natürlich auch hier das C ungleich 0 sein soll, denn sonst ist das W' gleich 0 und ein Richtungsvektor gleich 0 macht keinen Sinn, um eine Gerade zu beschreiben. Hier war ich gerade ein bisschen zu schnell, nochmal kurz zur Notation. Das hier, also diese Schreibweise, das sollten Sie verstehen, was das bedeuten soll. Ja, die Menge über diese Vektoren mit einem beliebigen Parameter t aus den reellen Zahlen. Und das hier deutet schon an, dass dieses hier keine Multiplikation ist, dass man das schon irgendwie kennt, dass man Mengen jetzt mit Vektoren multiplizieren kann, sondern dass das definiert ist, dass es nur eine definierte Notation ist. Ja? Das deutet hier dieser Doppelpunkt an. Also ist gleich Doppelpunkt, ja? Nein, das stört nicht. Das stört überhaupt nicht. Also, genau, also Sie können, wenn V gleich W ist, nein, das stört nicht, dann haben Sie eine Gerade, die durch den Ursprung geht. In Richtung V oder W. Also Sie haben hier Ihren Anfangsvektor, dann haben Sie hier also auf jeden Fall einen Punkt V, der im L liegt, und W geht in die gleiche Richtung wie V, denn W ist gleich V. Also das W geht dann, Ihr Richtungsvektor geht auch in diese Richtung, also Sie haben eine Gerade, die hier durchgeht. Ja, das ist, wir schreiben dann später bei den Sätzen, die ich dann gleich beweisen werde, schreiben wir dann lassen wir das V weg, ja, haben also keinen Anfangsvektor, das ist unsere Null, denn dann, wenn die Gerade durch die Null geht, ist auch Null ein Anfangsvektor und wir packen das dann alles in den Richtungsvektor. Ja? Also problematisch ist es wirklich nur, wenn W gleich Null ist, denn dann hat man nur V als einzigen Punkt und keine Richtung für die Gerade. Gut, also nochmal hier zu dieser Notation. Wir haben also hier ist gleich Doppelpunkt und die Seite, auf der der Doppelpunkt ist, das ist immer das, was definiert wird oder die Notation, die eingeführt wird. Also wir multiplizieren jetzt hier nicht irgendeine wilde Menge R mit einem Vektor W, sondern das bedeutet einfach nur, dass für jede beliebige reelle Zahl soll das, was hier rechts steht, V plus irgendeine reelle Zahl mal W, ein Element von L sein. Ja, und das soll gerade die Menge aller die Gerade sein, also diese Menge hier. Nur eine kürzere Schreibweise. Gut, nun zu den Sätzen. Wie gesagt, Satz 1, 17 soll uns sagen, wann genau zwei Geraden gleich sind. Das wollen wir jetzt beweisen. Für solche Äquivalenzaussagen, also etwas ist genau dann, wenn etwas anderes ist, zeigt man immer, oder das muss man immer in beide Richtungen zeigen. Also beide Implikationen. Wir müssen also zeigen, dass wir zwei Geraden haben, die gleich sind. Dann gilt, dass V' in L liegt und W' ein Vielfaches ist von W. Und umgekehrt, wenn V' in L liegt und W' ein Vielfaches ist von W, müssen wir zeigen, dass L und L' zwei gleiche Geraden sind. Also Beweis zu Lemma 1.17, Geradendarstellung. Ja, dem Satz zufolge macht es also keinen Unterschied, welchen Anfangsvektor oder Ortsvektor wir wählen auf der Gerade und welchen Richtungsvektor. Das ist auch ganz sinnvoll geometrisch, dass das keinen Unterschied macht. So,
Also zunächst mal zur Hinrichtung. Das bedeutet, wir nehmen an, dass L und L' eine gleiche Gerade beschreiben. Also es gelte, L ist L'. Nur deren Darstellung ist eine andere. L wird über den Anfangsvektor V und dem Richtungsvektor W dargestellt und L' über den Anfangsvektor V' und Richtungsvektor W'. Wenn diese Geraden aber gleich sind, dann gilt insbesondere, dass für S gleich 0, ja, also wir wählen hier oben, bei L' haben wir einen Parameter S und alle Elemente, also für alle S, liegt dieses V' plus SW' in L'. L' ist gleich L, also liegt dieses Element auch in L. Wählen wir jetzt S gleich 0, haben wir nur V'. Das heißt, der Anfangsvektor V' von L' liegt auch auf der Geraden L. Naja, was heißt das? Wir können der Darstellung der Geraden L zufolge, können wir jedes Element aus L darstellen über der Summe des Anfangsvektors V plus irgendein T, das nennen wir jetzt T0, und den Richtungsvektor W. Es existiert also eine reelle Zahl T0 aus R, sodass V' ist V plus T0 W. Gut, damit wäre der erste Teil schon mal bewiesen. Ja, V' liegt in L. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass W' der Richtungsvektor von L', also von unserer Geraden, in der Darstellung von L' ist ein Vielfaches des Richtungsvektors W der Geraden in der Darstellung von L. Gut, wann bekommen wir das W'? Zum Beispiel, wenn wir S gleich 1 setzen, dann haben wir so etwas wie V' plus W'. Das liegt auch in L. Ja, da V' plus W' natürlich auf L, in der Geraden, also auf der Geraden liegt, die L' beschreibt. Das heißt, auch hierfür existiert, ich kürze das jetzt mal ab mit X, eine reelle Zahl T1 aus den reellen Zahlen, sodass V' plus W', also dieses Element, lässt sich darstellen als V plus T1W. Gut. Wie bekommen wir jetzt nur dieses W'? Naja, nur W' ist dieses Element minus diesem Element. Ja, also hieraus folgt, dass W', das ist V' plus W' minus V'. Und das ist nach unserer Darstellung, wäre das dann V plus T1W minus V minus T0W. Also insgesamt T1 minus T0 skalar multipliziert mit dem Richtungsvektor W. Und das ist W'. Das heißt, wir sehen, wenn wir das hier setzen als unser hier oben gefordertes C, T1 minus T0, ist W', ein skalares Vielfaches von W. Genau das, was wir zeigen wollten. Insbesondere sollten wir uns kurz klar machen, dass auch dieser Richtungsvektor W' ungleich 0 ist. Also weil dieser ungleich 0 ist, ist auch dieses C ungleich 0. Ja? Also T1 und T0 sind tatsächlich unterschiedlich. Andernfalls wäre der Richtungsvektor in der Darstellung bezüglich L' 0, was wieder ausgeschlossen ist. Okay? Noch kurz zur Schreibweise. Ich schreibe das hier ein bisschen kompakter mit diesen Implikationspfeilchen und auch nicht so schön ausgeschrieben. Einfach aus Gründen der Zeitersparnis. Ich möchte aber empfehlen, dass Sie in den Übungen, gerade in den Hausaufgaben, die Sie abgeben, Ihre Erläuterung, Ihre Argumentation, Ihre Beweise schon sehr ausführlich da, also gerade jetzt auch im ersten Semester, das sehr ausführlich argumentieren, da wir doch noch sehr elementare Rechenschritte erstmal einführen, definieren und damit umgehen lernen möchten. Und zum anderen
damit sie lernen, mathematische Texte auch aufzuschreiben. Ja, also es mag sein, dass sie die Argumentation aus den Hausaufgaben, dass die so leicht ist und dass sie die schnell in zwei Zeilen so knapp runterformulieren können und nur Formeln hinschreiben, aber das ist das ist nicht ganz Ziel der Sache. Das ist natürlich der Hauptziel, dass sie verstehen und das auch beweisen können, was dort gefragt wird. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass sie lernen, mathematische Texte zu schreiben. Also später dann vielleicht für die Bachelorarbeit oder. Also da möchte ich Sie bitten, etwas ausführlicher als ich das jetzt an der Tafel hier mache, dann in den Hausaufgaben das zu schreiben. Ja, also schauen Sie sich zum Beispiel in die Bücher, also von Herrn Knapner, dieses lineare Algebra-Buch oder andere Bücher, dort wird es auch nicht so geschrieben. Sonst wären sie nur halb so dick, wenn überhaupt. Gut, Zurückrichtung. Wir gehen also davon aus, dass V' jetzt in L liegt und W' ein Vielfaches ist von W. Dann, also es sei V' in L. Das heißt, es gibt wieder eine reelle Zahl, die nenne ich wieder T0, sodass V' ist V plus TB. Das ist das eine. Und W' ist ein skalares Vielfaches von W. Ja, für einen Skalar C ungleich 0. Ja, ja, danke. Gut, jetzt schreiben wir die Mengendarstellung von L' einfach nur ein bisschen um. L' ist ja nichts anderes als V' plus SW', also alle Elemente, die sich so darstellen lassen, für irgendeine reelle Zahl S. Na gut, jetzt haben wir eine andere Darstellung für V' und eine andere für W' bezüglich den Anfangsvektoren und Richtungsvektor in der Darstellung von L. Das heißt, wir haben hier, das hier ist V plus T0W plus S mal CW. Also insgesamt T0 plus SCW. Und das für alle S in R. Gut, wir haben jetzt schon den gleichen Anfangsvektor, wir haben den gleichen Richtungsvektor und jetzt haben wir hier noch so einen komischen Skalar, T0 plus SC und S ist beliebig. Gut, und wir gucken uns alle solche Vektoren an für alle S aus R. Sind das denn, also wir haben hier unseren Anfangsvektor plus irgendeinen Skalar mal den Richtungsvektor von B, das ist also vielleicht schon eine Obermenge oder eine Untermenge von unserer Geraden L. Ist denn klar, dass das gerade genau L ist? Also dass das hier sich auch schreiben lässt als V plus TW für alle reellen Zahlen T. Ja, also wir nehmen uns hier eine beliebige reelle Zahl, bekommen hier eine etwas umgestaltete reelle Zahl, aber im Wesentlichen können wir hier jede beliebige reelle Zahl bekommen. Die nennen wir T, also wenn wir zum Beispiel hier das Element V plus 2W gerne hätten, muss dieser Teil eben 2 sein. Entsprechend wählen wir uns unser S. Ja, dann ist S eben 2 minus T0 durch C und umgekehrt. Ja, also hier gibt es natürlich eine 1:1 Beziehung zwischen diesem reellen Parameter S und T. Ja, wir bekommen nicht mehr Elemente und auch nicht weniger Elemente. Das heißt, wir können diese Menge genau so darstellen, einfach indem wir den Parameter etwas anders wählen. Und das ist gerade die Darstellung der Gerade L.
Gut, damit wird der erste Satz bewiesen. Zum zweiten Satz. Hier geht es darum, wir haben zwei gegebene Punkte, zwei gegebene Vektoren, x und y, und sagen, dass es genau eine Gerade gibt, die durch diese beiden Punkte verläuft. Das ist, um das zu beweisen, das ist auch wieder ein ganz üblicher Beweisvorgang, die Aussage enthält im Wesentlichen zwei fundamentale Aussagen. Zum einen, es existiert eine Gerade, und zum anderen, es existiert höchstens eine Gerade. Also man teilt dann den Beweis zu einer solchen Aussage immer auf in, wir zeigen erstmal die Existenz, dass eine Gerade existiert. Das ist meistens ist der Existenzbeweis schwerer als der Eindeutigkeitsbeweis. In dem Fall ist es nicht so, meistens allerdings schon, da man für den Eindeutigkeitsbeweis im Wesentlichen immer den gleichen, die gleiche Idee hat. Also das ist das eine, erstmal Existenz, es gibt eine Gerade, und dann zeigt man, dass diese Gerade auch eindeutig ist. Und das macht man, wie gesagt, immer mit der gleichen Idee, nämlich man nimmt an, es gäbe noch eine zweite von dieser ersten Gerade, verschiedenen Gerade, und man zeigt dann letzten Endes, ja, dass es man kommt irgendwie auf einen Widerspruch oder zeigt, dass diese Geraden doch gleich sein müssen. Also Beweis zu Satz 1,18, der, wie gesagt, da oben steht, er lautet, für zwei gegebene Punkte, die unterschiedlich sind, gibt es genau eine Gerade, die durch diese Punkte verläuft. Zunächst mal zur Existenz. Naja, wir konstruieren einfach möglichst leicht eine Gerade, die durch diese beiden Punkte eben verläuft. Das macht jetzt in diesem Teil, also für diesen speziellen Fall, den Existenzbeweis so einfach, dass wir relativ leicht was sehr konkret konstruieren können. Das ist häufig bei Existenzbeweisen nicht der Fall. Also eventuell muss man indirekt irgendwie argumentieren, ja, es kann sowas geben, aber wir wissen nicht genau was oder wie wir das zeigen sollen, wie wir das konstruieren sollen. Aber der Theorie nach müsste es sowas geben. Ich glaube, Sie haben letzte Woche in der Präsenzaufgabe schon so etwas gehabt, dass die Potenz von einer irrationalen Zahl mit einer irrationalen Zahl soll wieder was Rationales sein oder so etwas. Können Sie sich daran erinnern? Ja, dunkel. Und da ging der Beweis ähnlich. Also man hatte etwas versucht zu konstruieren, kam aber letzten Endes darauf, naja, man hat zwei Zahlen und eine der beiden muss im Prinzip irrational sein. Das war entweder Wurzel 2 hoch Wurzel 2 oder muss rational sein, oder Wurzel 2 hoch Wurzel 2 hoch Wurzel 2. Ja, man konnte aber nicht genau sagen, welche dieser beiden Zahlen das letzten Endes ist. So ist es häufig bei Existenzbeweisen. Ja, man kann nicht konkret sagen, das ist jetzt genau das, was wir suchen. Hier ist es allerdings tatsächlich der Fall. Wir können recht einfach die Gerade natürlich hinschreiben, die durch x und y verläuft. Gut, und wie machen wir das? Naja, als Anfangsvektor brauchen wir nur einen Punkt, der auf der Geraden liegen soll. Naja, das ist entweder x oder y. Wählen wir also unseren Anfangsvektor gleich x. Na, und der Richtungsvektor, den kann man zum Beispiel sehr einfach wählen als Differenz zwischen zwei Elemente, zwischen zwei Punkte auf der Gerade. Also w lässt sich wählen als y minus x. Ja, also wenn wir hier, ja, hier zum Beispiel ist die 0, hier wäre x, hier wäre y, dann ist das hier unser Ortsvektor x oder v, ja, so wie wir jetzt unseren Anfangsvektor gesetzt haben. Ja, und die Gerade, die soll hier durchlaufen. Dann macht es Sinn, dass gerade die Differenz zwischen y und x, das ist dann also gerade dieser Vektor, dass das unser Richtungsvektor W ist.
Ja? Also unsere Gerade L hat dann die Darstellung V plus TW, wobei T wieder irgendeine beliebige reelle Zahl ist. Und man sieht ganz leicht, dass dieses L sowohl x enthält, naja, für t gleich 0. Für t gleich 0 haben wir nur v und v haben wir aber gleich x gesetzt. Und es enthält zusätzlich noch, wie gefordert, den Punkt y, für welches t? Genau, für t gleich 1. Ja, für t gleich 1 haben wir hier x plus y minus x, das ist gerade y. Also wir sehen, die Existenz war hier jetzt nicht so das Problem. Schauen wir zur Eindeutigkeit. Hier, wie gesagt, ist die Idee immer die gleiche. Wir nehmen an, es gäbe noch eine Gerade, L' mit der Darstellung V' plus SW' für beliebige Parameter S. Das sei eine weitere Gerade. Mit xy in L'. Gut, da x in L' liegt, oder erstmal so rum, ich schreibe hier nochmal eine Gerade hin und die hat als Anfangsvektor den Vektor x. Die gleichen Richtungsvektor, nur einen anderen Anfangsvektor. Nach dem Lemma, das wir gerade bewiesen haben, nach Lemma 1,17 wissen wir, wenn die Richtungsvektoren zweier Geraden ein Vielfaches sind, hier sind es sogar die gleichen, und Anfangsvektoren liegen, also der einen Gerade, wie, also von dieser Geraden, der Anfangsvektor x liegt in der anderen Gerade, naja, dann sind diese beiden Geraden gleich. Gut, das heißt, wir können dieses L' auch so darstellen. So, und nicht nur x soll in L' liegen, sondern auch y. Das heißt, wegen y liegt in L', gibt es wieder einen reellen Parameter S0. Der ist ungleich 0. Ja, warum ist der ungleich 0? Für S gleich 0 erhalten wir hier gerade den Punkt, den Anfangspunkt x. X und y sollen aber unterschiedlich sein. Das war Voraussetzung in unserem Satz. Also da x ungleich y ist, mit, na, y lässt sich dann darstellen als x plus s0 Omega W'. Gut, und jetzt, da s0 ungleich 0 ist, können wir diese Gleichung hier nach W' auflösen. Das ist dann nichts anderes als W' ist dann 1 durch s0. Das war irgendein fester Parameter, ein fester Skalar, irgendwas aus den reellen Zahlen, multipliziert mit dem Vektor y minus x. Naja, aber was war y minus x? Das ist gerade der Richtungsvektor von unserer Geraden L. Das ist also b. Ja, und jetzt haben wir hier wieder den Fall, wir können wieder Lemma 1,17 anwenden. Weil, genau, der Anfangsvektor x liegt in L und der Richtungsvektor w' ist ein skalares Vielfaches von dem Richtungsvektor w bezüglich der Geraden L. Das heißt, L' ist L, damit haben wir die Eindeutigkeit der Geraden gezeigt. Anschaulich, denke ich, war das völlig klar, wenn wir zwei Punkte haben, die unterschiedlich sind, ja, dann können wir da nur eine, genau eine Gerade durchziehen. Aber man sollte sich nicht zu sehr auf die Anschauung verlassen. Es gibt genügend Beispiele, wo die Anschauung ziemlich fies scheitert. Deswegen ist es doch immer wieder sinnvoll und auch notwendig in der Mathematik, solche Dinge dann wirklich sauber und rigoros zu beweisen.
Gut, gibt es dazu Fragen? Dann schauen wir uns den nächsten Satz an. Hier kommen wir jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung Lösung von linearen Gleichungen, Lösung von linearen Gleichungssysteme. Denn dieser Satz sagt, dass eine Teilmenge L aus dem R2 genau dann eine Gerade durch den Nullpunkt ist, wenn sie Lösungsmenge einer homogenen Gleichung ist. Von der Form A1 mal X1 plus A2 mal X2 ist 0. Und dieses A1, A2 soll nicht der Nullvektor sein. Also sollen nicht beide Komponenten A1, A2 gleich 0 sein. Denn sonst, na, was wäre dann die Lösungsmenge, wenn A1 und A2 gleich 0 sind? Ganz R2. Ja, dann gilt diese Gleichung für alle beliebigen Vektoren x mit den Komponenten x1 und x2. Gut, wenn ich hier schreibe, sehen Sie da drüben, was ich schreibe? Gut, und umgekehrt soll, wenn wir eine Gleichung haben von dieser Form, eine solche lineare Gleichung, in der nicht beide, zumindest eine Komponente, A1 oder A2, ungleich 0 ist, dann soll die Lösungsmenge eine Gerade sein. Also hier haben wir wieder eine Äquivalenzaussage, müssen also beide Richtungen zeigen. Beweis zu Satz 1.19. Gut, wir zeigen zunächst mal, aus 1 folgt 2. Das heißt, welches ist das? Genau, wir haben eine Gerade, die durch den Nullpunkt geht und zeigen, dass diese Gerade auch eine solche lineare Gleichung erfüllt. Naja, wenn die Gerade durch den Nullpunkt geht, dann macht es Sinn, das war das, was ich vorhin dann gesagt habe, dann macht es Sinn, den Anfangsvektor gleich 0 zu wählen. Ja, man kann den Anfangsvektor irgendwie wählen, irgendein Punkt auf der Geraden soll der Anfangsvektor sein. 0 bietet sich jetzt hier ganz gut an, für L sei Nullvektor. Und ich schreibe den einfach als 0, ohne die Pfeilchen lasse ich meistens weg. Ja, also es sollte aus dem Kontext dann klar sein, was ein Skalar ist und was ein Vektor ist. Wenn nicht, dann fragen Sie lieber nach. Gut, wie ist die Darstellung von dieser Geraden? Naja, diese Gerade L sieht dann aus 0 plus, diesen Nullvektor kann ich auch weglassen, also einfach nur den hinteren Teil, das ist irgendein skalares Vielfaches unseres Richtungsvektors W für T in R. Mit W ist, naja, da wir im Zweidimensionalen sind, irgendein Vektor mit den Komponenten W1 und W2 und wir hatten ja immer vorausgesetzt, bei Geraden sollen die Richtungsvektoren nicht 0 sein. Gut, wir setzen jetzt einfach mal die Zahlen A1 als W2 und die Zahl A2 als minus W1. Das sieht jetzt erst so aus, als kämen die Zahlen irgendwie vom Himmel geflogen, aber durch Ausprobieren, Rumprobieren oder vielleicht mehr Kenntnis in der Theorie, versteht man, warum diese Zahlen genauso gewählt werden müssen. Das ist auch nicht die einzige Möglichkeit, die Zahlen so zu wählen, aber das ist eine Möglichkeit. Aber man, wenn man den Beweis dann sauber aufschreibt, oder jetzt hier so kurz aufschreibt, schreibt man dann natürlich nicht alles, was man sich dazu gedacht hat und alles, was man ausprobiert hat, dazu, sondern dann schreibt man das Resultat hin. Also wir setzen jetzt einfach mal die Zahlen so und gucken mal, was passiert. Ja. So, dann gilt natürlich, dass A1 W1 plus A2 W2 ist 0. Ja, einfach per Definition aus diesen A1 und A2. Wenn das hier gilt für unseren Richtungsvektor W, dann gilt das natürlich auch für jedes Element aus L, denn das ist ja nichts anderes als ein skalares Vielfaches von W. Ja, also wir können hier auch einfach ein T dazu schreiben, hier ein T und das bleibt weiterhin 0. Okay? Das heißt, L
ist in jedem Fall eine Teilmenge unserer Lösungsmenge von dieser linearen Gleichung hier. L ist eine Teilmenge der Menge aller Vektoren x1, x2 aus dem R2, so das gilt a1, x1 plus a2, x2 ist 0. Und diese Menge, die nennen wir jetzt einfach mal L'. Und wir sehen in dem nächsten Beweisschritt, wir greifen jetzt schon mal ein bisschen vor und behaupten, L' wäre eine Gerade, dass also auch die Lösungsmenge hiervon eine Gerade ist, das sehen wir erst im nächsten Beweisschritt. Ja, das ist genau das, was der Schritt i nach, der Schritt 2 nach 1 ist, also was dort zu zeigen ist. Man hat die Lösungsmenge einer homogenen linearen Gleichung und soll zeigen, dass man eine Gerade bekommt, die durch den Nullpunkt geht. Also das behaupten wir jetzt mal, L' ist eine Gerade, die durch den Nullpunkt geht. Gut, wegen 0 und W, ja, denn W löst ja auch diese Gleichung hier, damit ist unser Richtungsvektor W auch Element von dieser Lösungsmenge und damit auch Element von dieser Geraden. Und der Nullpunkt, der Nullvektor ja sowieso, da diese beiden hier drin liegen und diese beiden Punkte aber auch in L liegen, ja, natürlich liegt der Richtungsvektor der Geraden in der Geraden, wenn der Nullpunkt auch Element ist von der Geraden. Und das ist der Fall. Folgt nach dem vorherigen Satz, das war Satz 1,18. Was folgt dann? Dass L gleich L' ist. Ja, also wir haben zwei Geraden, die durch die beiden gleichen Punkte verlaufen und wir haben vorhin gezeigt, da kann es nur genau eine geben. Gut. Wir sehen also, davon ausgehend, dass die Lösungsmenge einer linearen homogenen Gleichung eine Gerade ist, gilt auch umgekehrt, dass eine Gerade, die durch den Nullpunkt verläuft, auch gerade eine Lösungsmenge einer linearen Gleichung ist. So, was noch zu zeigen bleibt, ist also, dass diese Lösungsmenge eine Gerade ist. Wir gehen davon aus, da nach Voraussetzung eine der beiden Komponenten A1 oder A2 ungleich 0 sein soll, ja, sonst ist, wie gesagt, der ganze Raum Lösungsmenge, gehen wir erstmal davon aus, dass A1 ungleich 0 ist. Wenn das so ist, dann erfüllt der Vektor x erfüllt die Gleichung A1 x1 plus a2 x2 gleich 0. Ja, hier sind jetzt auch die Komponenten a1 und a2 gegeben, anders als in diesem Beweisschritt, wo wir sie konstruiert haben. Das ist genau dann der Fall. Naja, was können wir machen? Wir können recht einfach hier nach einer der beiden Komponenten auflösen. Da wir vorausgesetzt haben, dass a1 ungleich 0 ist, macht es Sinn, nach x1 aufzulösen, denn dann teilen wir durch a1, das ist ungleich 0 und alles ist in Ordnung. Ja? Kann ich machen. Dann ist x1, wenn wir das auflösen, minus a2 durch a1 mal x2. Ja? Und x2, naja, wenn x1 schon das hier erfüllt, dann wird diese lineare homogene Gleichung immer erfüllt sein, ganz egal was x2 ist. Das heißt, x2 ist beliebig. Ist irgendein Skalar. Ja? So, also gilt, dass x gleich, na, wie können wir jetzt unseren Vektor x darstellen? Das ist x2, dieser Skalar, dieser beliebige Skalar mal, naja, x1 hat als zweite Komponente gerade x2. Also schreiben wir hier unten eine 1. Und die erste Komponente haben wir nach x2 ja so aufgelöst. Hier oben steht also a2 minus a2 durch a1.
Das heißt also, dass x in L' liegt, das wir definieren als S mal Omega'. S ist wieder ein beliebiger Parameter. Ja, dieses S übernimmt jetzt gerade diese skalare Rolle von x2. Und ja, wie ist unser Richtungsvektor? Naja, der ist jetzt gerade hier gegeben. Wenn S dieses x2 sein soll, dann ist der Richtungsvektor W' gerade das hier. Also mit W' ist A2 minus A2 durch A1 und unten die 1. Ja, also wenn A1 ungleich 0 ist, dann konnten wir die gerade so nach unserer Lösung x, nach einer Komponenten auflösen, nach x1 auflösen, dass wir sehen, gut, die Lösung, die Menge der Lösungen ist gerade eine Gerade. Wenn jetzt A2, also wenn A1 ungleich, nein, wenn A1 gleich 0 ist, den Fall müssen wir auch noch betrachten, falls A1 gleich 0 ist, naja, was passiert dann? Ja, dann fällt der erste Teil, der erste Summand unserer linearen Gleichung einfach weg und es bleibt da. Wir haben zu lösen, A2 nach x2 ist 0. Da aber einer der beiden Komponenten von A ungleich 0 sein muss, muss also A2 ungleich 0 sein. Ja, das ist unsere Voraussetzung hier. Da. Gut, wann lässt sich das also lösen? Naja, nur dann, wenn x2 gerade 0 ist. Also das hier hat die Lösung. Jetzt ist x1 beliebig. Ja? x1 geht gar nicht mehr in die Gleichung ein. Und x2 muss aber 0 sein. Also x2 ist 0. Und x1 ist irgendein beliebiges Element aus den reellen Zahlen. Der Gerechtigkeitshalber schreibe ich jetzt mal hier weiter. Gibt es eine Frage? Okay. Welche Gerade sieht denn so aus, oder welche Gerade umfasst denn alle Lösungen, sodass x1 beliebig ist und x2 gleich 0? Wenn wir an unser Koordinatensystem denken. Welche Gerade ist das denn? Das ist genau die x1-Achse. Also wenn Sie sich das so vorstellen, x1, x2 senkrecht aufgetragen, dann hat gerade die x1-Achse erfüllt genau diese Bedingung, dass x1 eben irgendwas ist, aber x2 ist 0. Also gilt, x liegt in L' mit S W'. W' ist der Richtungsvektor. Und der Richtungsvektor, naja, wenn wir die x1-Achse haben wollen, dann ist der Richtungsvektor zum Beispiel einfach 1, 0. Mit Richtungsvektor W' ist 1, 0. Okay, damit wäre auch das bewiesen. Vielleicht haben Sie das aus der Schule schon kennengelernt, wenn Sie lineare Gleichungssysteme lösen, dass Sie entweder haben Sie genau eine Lösung, das wäre dann genau der Punkt, oder Sie haben eventuell auch gar keine Lösung, wenn Sie links eine Nullzeile haben, aber auf der rechten Seite steht noch irgendwas, ungleich Null, oder Sie haben unendlich viele Lösungen. Und je nachdem, wie viel Freiheitsgrade Sie haben, erhöht sich die Dimension des Lösungsraumes, der Lösungsmenge. Und in diesem Fall, gut, wir haben zwei Unbekannte, wir haben eine Gleichung, wir haben also einen Freiheitsgrad. Demnach ist die Dimension, wenn man so möchte, wir werden später noch kennenlernen, was die Dimension genau ist, wie man das genau definiert, ist gerade 1. Und es kommt als Lösungsraum gerade eben eine Gerade raus.
Gut, jetzt nochmal zu dieser Wahl hier vorhin. Wo steht's? Hier von diesem Vektor a, dass diese Gleichung hier 0 ist. Das war nicht irgendein Zufall, dass wir das so gewählt haben, sondern vielleicht erinnern Sie sich noch dunkel an den Begriff des Skalarproduktes von zwei Vektoren, dass man auch zwei Vektoren miteinander multiplizieren kann und bekommt dann ein Skalar. Wir hatten hier eine Gerade L, die geht durch die 0 mit einem Richtungsvektor W. Dann haben wir unseren Vektor A, ja, mit den Komponenten W2 und minus W1 gerade so gewählt, dass es nichts anderes ist als unser Vektor W, als Richtungsvektor, um 90% in den Uhrzeigersinn verschoben. Ja? Wir hätten, damit diese Gleichung hier erfüllt ist, auch alle solche Vektoren wählen können, die irgendwie orthogonal zu unserem Richtungsvektor W sind. Ja? Dann hätten wir immer die Lösung 0 herausbekommen, wenn wir ein solches A in diese Gleichung hier einsetzen. Und das ist nicht zufälligerweise so, sondern das ist eben so, weil diese beiden Vektoren orthogonal zueinander stehen und das hier nichts anderes ist als das Skalarprodukt von diesen beiden Vektoren. Das lernen Sie aber dann alles noch kennen. Ja? Wie gesagt, diese Definition von unserem Vektor A ist eben nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Ja, das ist schon sehr sinnvoll, warum das so gewählt wurde. Man versteht jetzt vielleicht auch, warum wir uns für diese Geraden, ja, dass die Geraden die Lösungsmenge einer linearen Gleichung sind, dass wir uns dafür auf den zweidimensionalen Fall beschränken mussten. Denn im dreidimensionalen Fall ist es nicht mehr so klar, in welche Richtung dieses A blicken muss. Ja? Also im dreidimensionalen Fall wäre auch orthogonal zu diesem W ein Vektor, der aus der Tafel herausschaut. Ja, das ist der Grund, weswegen wir dann nochmal einen Richtungsvektor brauchen. Dann haben wir im dreidimensionalen Fall eine Ebene. Und bezüglich einer Ebene gibt es im dreidimensionalen Fall wieder im Wesentlichen nur einen orthogonalen Vektor oder ein skalares Vielfaches zu diesem Vektor. Das löst dann auch alles die Gleichung, sodass wir wieder nur eine lineare Gleichung hier haben, die diese Elemente auf der Ebene dann erfüllen. Gut. Als nächsten Satz wollen wir ganz was Ähnliches zeigen, nur etwas allgemeiner. Wir wollen von der Null weg. Ja, wir hatten ja bislang jetzt nur homogene Gleichungen, die Lösungsmenge von homogenen Gleichungen sind Geraden, die durch die Null verlaufen. Jetzt haben wir hier einen Satz, die Lösungsmenge einer inhomogenen Gleichung, also mit rechter Seite b ungleich 0, ist äquivalent zur Gerade, die nicht durch den Nullpunkt läuft. So, Beweiszusatz 1.21. Das ist dann für heute auch der letzte Beweis. Und der hat den Titel, eine Gerade in R2 ist nichts anderes als die Lösungsmenge einer linearen Gleichung und umgekehrt. Gut, auch hier müssen wir beide Richtungen zeigen. Wir gehen erstmal davon aus, wir haben eine Gerade. L mit dem Anfangsvektor V und dem Richtungsvektor W. Mit V ungleich 0, ja, die Gerade soll eben nicht durch den Nullpunkt verlaufen und das W ist auch ungleich 0 und des Weiteren definieren wir eine weitere Gerade, wir verschieben jetzt diese Gerade etwas
Und zwar verschieben wir die Gerade in den Nullpunkt hinein. Ja, wir haben ja vorhin schon ein Resultat jetzt herausgearbeitet, was ist, wenn die Gerade durch die Null verläuft. Und das nutzen wir jetzt aus. Definieren jetzt also hier nochmal eine Gerade L mit Index 0. Und das ist nichts anderes als 0 plus, da die Gerade durch die Null verlaufen soll, 0 plus tw t in R. Was haben wir hier jetzt gemacht? Wir haben meinetwegen hier die Null. Hier läuft unsere Gerade L mit dem Richtungsvektor, mit dem Anfangsvektor v und dem Richtungsvektor w. Und die verschieben wir jetzt durch die Null. Das hier ist dann L0. Ja? Hat den gleichen Richtungsvektor, also sowas hier, den gleichen Richtungsvektor, aber der Anfangsvektor ist eben der Nullpunkt. Gut, und für diese Gerade wissen wir, dass das gerade die Lösungsmenge einer homogenen linearen Gleichung ist. Also hieraus folgt nach Satz 1,19 L0 ist nichts anderes als die Lösungsmenge, also die Menge aller Vektoren x, die für ein geeignetes A1 und A2 diese homogene lineare Gleichung erfüllt. Mit geeignetem A1 und A2. Und das soll, der Vektor soll nicht gleich 0 sein. Ja? Also eine der beiden Komponenten soll ungleich 0 sein. Gut, wenn jetzt unsere Gerade L0 hier nur aus diesen Vektoren x besteht und als Gerade gedacht sind das die Vektoren irgendwelche skalaren Vielfachen von unserem Richtungsvektor, ja? Wenn B ein Vielfaches von V ist. B. Ja, also das ist ausgeschlossen. Ja, also hier heißt es ja schon, das schreibe ich hier jetzt aber nicht alles dazu, was dann ausgeschlossen werden muss. Hier heißt es, die Gerade L ist eine Gerade, die nicht durch den Nullpunkt geht. Das heißt genau, also V darf nicht 0 sein, aber auch W darf nicht gleich V sein. W darf auch nicht die gleiche Richtung haben oder irgendwie ein skalares Vielfaches von V sein. Das stimmt, ja. Ja. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Null von der Gerade kein Element ist. Ja, was insbesondere auch bedeutet, dass V und W unterschiedliche Orientierung haben und unterschiedliche Richtung. Gut. Also nochmal. Unser L0, die Gerade, die durch die Null geht, hat die Elemente TW, ja, irgendwelche skalare Vielfache von unserem Richtungsvektor. Und diese Elemente können wir aber auch schreiben als Lösungen X aus diesem linearen homogenen Gleichungssystem. Das heißt, wir können unser L schreiben, also unsere Gerade, die nicht durch den Nullpunkt geht, für die wir uns interessieren, das ist nichts anderes als V plus X. Und X liegt in der Gerade, die durch den Nullpunkt geht. Ja? Also L ist V plus dieses skalare Vielfache des Richtungsvektors. Sind aber gerade die Elemente aus L0. Die haben wir jetzt geschrieben als Lösungen der homogenen linearen Gleichung. Also können wir L auch schreiben als Anfangsvektor V plus diese Lösungen. Gut, das können wir aber auch umschreiben, da das ja Lösungen sind, diese X. Das ist die Menge aller Vektoren V plus X. Mit X löst diese homogene Gleichung. Also das hier, X2 ist 0. Gut, also hier sollte man vielleicht noch dazu schreiben, dass das hier Elemente von R2 sind, damit das auch eine saubere Mengenschreibweise ist. Wenn wir jetzt, wie wir vorhin auch schon mal, wo war das denn? Genau, hier den Parameter ein bisschen umgestellt haben. Wir haben gesagt, wenn S beliebig ist, beliebig irgendeine reelle Zahl, dann ist auch T0 plus SC irgendeine beliebige reelle Zahl. Also ich kann
Indem ich das S entsprechend verstelle, kann ich jede beliebige reelle Zahl T erhalten, die ja, sich so schreiben lässt, C0 plus SC. Und so etwas Ähnliches machen wir jetzt hier. V plus X, dieses V ist fest und dieses X ist ein linearer, eine Lösung dieser linearen Gleichung. Und dieses V plus X schreiben wir jetzt um als ein Y. Ja? Also diese Menge hier rechts ist nichts anderes als die Menge aller Y in R2, so das gilt. Na ja, was gilt jetzt? Eigentlich haben wir hier nur, dass diese Gleichung hier gilt bezüglich X. X ist jetzt aber mit dieser Schreibweise, wenn das hier Y ist, nichts anderes als Y minus V. Ja, also für Y minus V gilt diese Gleichung. Dann setzen wir das ein und wir haben A1 Y1 minus V1, das bringen wir aber auf die andere Seite, plus A2 Y2 minus V2, bringen wir auch auf die andere Seite, ist also A1 V1 plus A2 V2. Ja. Wir haben jetzt hier also Elemente, die diese lineare Gleichung lösen. Ja, das sind unsere Unbekannten Y1 und Y2. Das hier sind weiterhin unsere ja, Koeffizienten von der linearen Gleichung. Und das hier ist eine feste rechte Seite. Ja, das V, der Anfangspunkt, war gegeben, der Anfangsvektor. Und die A1 und A2, diese Koeffizienten, die sind auch gegeben. Ja, die haben wir hier oben durch dieses L0 haben wir die fest gewählt. Ja, mit geeigneten A ungleich 0 sind irgendwelche festen Vektoren. Und genau so, ja, das ist also jetzt unsere rechte Seite B. Ja, so wählen wir unser B. Wenn wir das so gewählt haben, sehen wir also, dass unsere Gerade L gerade die Lösungsmenge ist, die irgendeine inhomogene lineare Gleichung erfüllt. Gut, dann kommen wir zurück. Wir haben also die Lösungsmenge sei nun also L eine solche Lösungsmenge einer inhomogenen Gleichung. So dass A1 x1 plus a2 x2 ist b. mache ich. Kann man das denn jetzt lesen? Okay. Gut, also wir haben wieder hier eine Lösungsmenge von einer inhomogenen linearen Gleichung und die schreiben wir jetzt um, naja, wie vorhin eben auch, jetzt nur umgekehrt. Wir nehmen jetzt einen Anfangsvektor hinzu, ja, und sagen, dass das hier unser x sein soll. Wenn das hier unser x ist und wir wissen, dass y die homogene lineare Gleichung erfüllt, dann sind diese Mengen gerade gleich. Ja? Das ist das Gleiche, wie was wir hier gemacht haben. Gut, man sieht jetzt aber auch, das, was dieser Struktursatz 1.8 auch aussagt, dass die Lösungsmenge einer inhomogenen linearen Gleichung ist nichts anderes als eine spezielle Lösung dieser inhomogenen Gleichung. Warum das so ist, sehen wir gleich. Plus die Lösungsgesamtheit, also auch plus die Lösungsmenge der homogenen Gleichung, also der fast identischen linearen Gleichung mit den gleichen Koeffizienten, nur mit rechter Seite gleich 0. Ja? Also wenn Sie eine inhomogene Gleichung lösen wollen, genügt es, wenn Sie die homogene Gleichung lösen und eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung haben. Dann addieren Sie diese beiden und haben die Lösungsmenge der inhomogenen Gleichung. Gut, das V ist gerade so gewählt, mit V ist V1 und V2,
löst eben das hier oben, ja, diese inhomogene Gleichung. Ja, also das ist irgendeine spezielle Lösung, das ist völlig egal, was für eine, das ist jetzt irgendeine spezielle Lösung, die diese inhomogene Gleichung erfüllt. Ja, es ist auch klar, dass diese nicht null sein kann, ja, also dass unser Anfangsvektor, später für, jetzt dann für unsere Gerade, dass die nicht null ist, denn sonst stünde hier auf der linken Seite null. Gut, nach Satz 1,19 ist das y Was war denn nochmal Satz 1,19? Ach so, ja, Satz 1,19 ist, dass die Lösungsmenge einer homogenen Gleichung ist eine Gerade durch den Nullpunkt. Also das hier, ja, diese y lösen uns ja eine homogene Gleichung, wenn wir uns jetzt auf diese y beschränken und nicht dieses v dazu addieren, ist das hier gerade eine Gerade, die durch den Nullpunkt verläuft. Ja? Ja, nein, v ist irgendein Vektor, der das hier oben löst. Ja? Und das ist jetzt schon mal v genannt, weil wir jetzt immer unsere Anfangsvektoren v genannt haben. Wir wollen jetzt aus der Lösungsmenge wollen wir eine Gerade konstruieren. Ja? Und irgendein Vektor, der das hier löst, wird unser Anfangsvektor für die Gerade sein. Ja, das ist diese eine spezielle Lösung, die man irgendwie finden muss oder die es aber gibt. Ja? Also es gibt in jedem Falle ein V, die diese Gleichung hier löst. Also das hier ist eine Gerade L0, naja, die durch den Nullpunkt geht. Wenn wir wieder den Nullpunkt als Anfangsvektor nehmen, können wir die Gerade darstellen, einfach nur als Vektoren aller, also als alle Menge aller Vektoren, die nichts anderes sind als ein skalares Vielfaches von einem Richtungsvektor W. Ja, also dieses L0 ist nichts anderes als diese Menge. Eine Gerade L0, welche durch den Nullpunkt 0 verläuft. Ja, und damit haben wir jetzt schon alles gezeigt. Und jetzt können wir die y, unsere Lösungen, wieder darstellen als irgendwelche Richtungsvektoren tw. Wir schreiben also hier einfach nur v plus tw und haben wieder eine Geradendarstellung. Ja, also L ist eine Gerade mit dem Anfangsvektor w, mit dem Anfangsvektor v, das ist irgendeine spezielle Lösung, plus der Gerade, die durch den Nullpunkt verläuft, die die Lösungsgesamtheit der linearen homogenen Gleichung mit rechter Seite gleich 0 ist. Ja? Also vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihrem Struktursatz 1,8. Das ist ein sehr, sehr fundamentales Resultat für die lineare Algebra, dass Sie eben ein lineares homogenes Gleichungssystem, ein lineares inhomogenes Gleichungssystem lösen können oder die Lösungsgesamtheit davon gerade eine spezielle Lösung plus eben alle Lösungen des homogenen Gleichungssystems ist. Gut. Ja, jetzt kommen wir zurück zu den linearen Gleichungssystemen, und zwar im zweidimensionalen Fall. Also wir haben jetzt zwei lineare Gleichungen für die unbekannten x1 und x2. Mit inhomogene rechte Seiten B1 und B2. Wir können jetzt auch geometrisch interpretieren, wann solche Gleichungen lösbar sind und wie die Lösungsmenge aussieht. Denn die Lösungsmenge der oberen Gleichung ist eine Gerade, die nicht durch den Nullpunkt verläuft, wenn B1 ungleich 0 ist. Das haben wir gerade gezeigt. Das war dieser Satz 1,21. Das Gleiche gilt für die untere Zeile, für die untere Gleichung. Ist auch eine Gerade. Naja, dann erfüllen alle
erfüllen alle Vektoren x1, x2 beide Gleichungen, natürlich wenn sie auf beiden Geraden liegen. Also die Lösungsmenge von diesem gleichen System ist gerade der Schnitt dieser beiden Geraden. Und, ja, und für den Schnitt im Zweidimensionalen gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder die Geraden sind gleich, dann gibt es unendlich viele Lösungen, nämlich eben jeder Punkt auf dieser identischen Gerade. Wann kann das der Fall sein? Naja, zum Beispiel, wenn die untere Gleichung redundant ist. Also wenn die untere Gleichung irgendwie nur das Doppelte der oberen Gleichung ist, also wie hier nur eine 2 davor schreiben, also a21 ist 2 mal a11 und a22 ist 2 mal a12 und b2 ist 2 mal b1, ja, dann ist die untere Gleichung redundant und im Prinzip beschreiben sie die gleiche Gerade. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Lösungen hier nicht gleich sind, Entschuldigung, dass die Geraden ungleich sind und sie aber auch nicht parallel sind. Das ist der beste Fall, wenn man so möchte, für die Lösbarkeit des gleichen Systems, denn sie schneiden sich genau, im Zweidimensionalen zumindest, schneiden sie sich genau in einem Punkt und das gleiche System ist eindeutig lösbar. Der dritte Fall ist, ganz ähnlich zum ersten. Zwar sind die zwei Gleichungen parallel, aber sie sind nicht deckungsgleich. Also es ist nicht die gleiche Gerade, die diese Gleichung beschreiben. Dieser Fall hängt alleine nur von der rechten Seite ab. Ja, also wir werden auch später genauer sehen, dass die Koeffizientenmatrix, also diese Koeffizienten a1, 1, a2, 1 und so weiter, diese sagen uns, ob egal was hier auf der rechten Seite steht, ob das gleiche System eindeutig lösbar ist. Wenn die Koeffizienten hier, wie gesagt, irgendwie redundant sind zueinander oder nicht so gut, also irgendwie schlecht gestellt sind, dann verlieren wir in jedem Falle die eindeutige Lösbarkeit. Und je nachdem, was hier mit der rechten Seite ist, wir haben ja gerade gesehen, dass dieses rechte b einfach nur eine Gerade aus der Null herausschiebt, wenn das b ungleich Null ist. Ja, aber wir bleiben ja hier parallel. Ja, wir haben ja hier einfach nur parallel die Gerade verschoben. Also je nachdem, was dann hier rechts steht, haben wir entweder unendlich viele Lösungen, wenn beide Geraden aufeinander liegen, oder beispielsweise das B1 hier oben sei 0 und das B2 unten sei ungleich 0. Die Gleichungen hier sind aber redundant. Das heißt, mit Gauss-Algorithmus und elementaren Umformungen bekommt man hier unten eine Nullzeile. Das bedeutet gerade, dass man keine Lösung hat. Oder eben jetzt in unserer geometrischen Interpretation, dass man zwar zwei parallele Geraden hat, die aber keinen Schnittpunkt haben, weil sie nicht aufeinander liegen. Ja? Also nochmal zu dem Verfahren mit Gauss-Algorithmus, wenn wir das lösen wollen, ist im ersten Fall, wir haben also redundante Koeffizienten. Der Gauss-Algorithmus gibt uns hier also eine Nullzeile in der Koeffizientenmatrix. Und wir bekommen hier auch eine Null, wenn die rechten Seiten entsprechend passen. Wir bekommen also zwei aufeinander deckungsgleiche Geraden und wir haben unendlich viele Lösungen. Ja, wir haben also unsere Lösungsmenge ist also genau diese Gerade. Wir haben einen freien Parameter, stellt dann gerade diesen Parameter t dar. Und und dieses v, je nachdem, dieser Anfangsvektor, hängt von diesem b ab, von der rechten Seite. Der beste Fall für die Lösbarkeit, wie gesagt, ist dann dieser hier, wenn wir so eine wunderbare Staffelform haben, ohne Nullzeile, dann lässt sich das genau eindeutig lösen. Der schlechteste Fall ist eigentlich dieser hier, wenn die Koeffizientenmatrix redundant ist, aber rechts, die rechte Seite so gewählt ist, dass wir hier keine Null bekommen in der untersten Zeile. Das ist natürlich überhaupt nicht lösbar. Das ist gerade der Fall, wenn die Geraden sich nicht schneiden, also parallel sind, im Zweidimensionalen sich aber nicht schneiden. Gut, eine analoge Situation gibt es im Dreidimensionalen. Dort, wie gesagt, müssen wir allerdings Ebenen uns angucken. Also nicht nur mehr Geraden, sondern Ebenen. Denn bei Geraden haben wir nicht eindeutig, bis auf skalares Vielfaches, einen eindeutigen orthogonalen Vektor, den wir festlegen können, sondern um eine Gerade herum im Dreidimensionalen können wir sehr, sehr, sehr viele verschiedene Vektoren, die orthogonal auf dieser Geraden liegen, feststellen.
Deswegen nehmen wir noch eine Dimension hinzu und haben jetzt eine ganze Ebene, wie zum Beispiel die Tafelebene. Und auch im dreidimensionalen Raum bezüglich dieser Tafelebene gibt es nur einen orthogonalen Vektor. Ja? Und skalare Vielfache von diesem orthogonalen Vektor. Gut. Was ist eine Ebene und wie lässt sie sich beschreiben? Bei einer Ebene haben wir wieder einen Anfangsvektor und wir haben zwei Richtungsvektoren. Beide Richtungsvektoren sollen wieder ungleich Null sein, ja, sonst degeneriert die ganze Ebene entweder zu einer Geraden oder zu einem Punkt. Und wichtig ist, dass diese beiden Richtungsvektoren nicht irgendwie voneinander ein Vielfaches sehen, ja, sonst schauen sie in die gleiche Richtung. Das wäre irgendwie auch nicht so ganz sinnvoll, um eine Ebene aufzuspannen. Und dann lässt sich eine Ebene eben so schreiben. Ja, also wieder Anfangsvektor plus irgendein skalares Vielfaches von unserem einen Richtungsvektor plus ein skalares Vielfaches von unserem anderen Vektor. Wie sieht das aus grafisch? Also wir haben hier wieder unsere Null irgendwo, unseren Ursprung. Hier unser V, unser Anfangsvektor. Dieses V liegt in unserer Ebene E. Und hier, ich versuche mich mal, und hier liegt irgendwie unsere Ebene E. Und dann hat man hier zwei Richtungsvektoren, die ungleich Null sind, W1 und W2, die zueinander aber auch nicht irgendwie ein Vielfaches sein dürfen. Ja, und mit diesen drei Vektoren lässt sich die Ebene wunderbar eindeutig beschreiben. Gut, auch hier bekommen wir einen Satz, dass die Lösungsmenge einer linearen Gleichung, jetzt mit drei Koeffizienten, wir sind jetzt im dreidimensionalen, und jetzt ist die Lösungsmenge einer solchen linearen Gleichung nicht mehr nur eine Gerade, sondern sogar eine Ebene. Hier ist auch wieder wichtig, dass der Koeffizientenvektor, dass der ungleich 0 ist. Und wenn b 0 ist, verläuft diese Ebene zu 0. Wenn b ungleich 0 ist, läuft die Ebene eben nicht durch 0. Ja, das ist die gleiche Argumentation wie im zweidimensionalen Fall mit den Geraden. Hier kann man sich vielleicht auch klar machen, vielleicht wenn wir uns nur die Lösbarkeit hier überlegen von der linearen Gleichung, warum eine Ebene rauskommt. Naja, um das hier zu lösen, haben wir zwei Freiheitsgrade. Beispielsweise, wir lösen diese Gleichung hier nach x1 auf, dann hängt x1 ab von x2 und x3 und x2 und x3 sind frei wählbar. Ja, und diese zwei Freiheitsgrade liefern uns eben was Zweidimensionales, einen zweidimensionalen Lösungsraum und das ist gerade die Ebene. Die umgekehrte Richtung gilt natürlich auch, aber es wird nur noch technischer und die Theorie, die wir momentan haben, wird es einfach nur sehr, sehr unübersichtlich oder recht umfangreich. Gibt es ein Problem? Also, Ebenen im R3 sind nichts anderes als eine lineare Gleichung, als die Lösungsmenge einer linearen Gleichung im Dreidimensionalen. Gut, nach Theorem 1.8, das ist dieser Struktursatz, der uns sagt, ne, die Lösungsgesamtheit einer inhomogenen Gleichung ist nichts anderes als eine spezielle Lösung plus die Lösungsmenge einer homogenen Gleichung. Genügt es also, uns Ebenen anzuschauen, die durch die Null laufen, oder uns eben homogene Gleichungen anzuschauen? Das machen wir. Denn wenn wir den inhomogenen Fall haben, also eine rechte Seite b ungleich 0, dann verschieben wir, wie wir vorhin das mit Geraden gemacht haben, einfach entsprechend unsere Ebene. Genügt es, den homogenen Fall b gleich 0 zu betrachten, und es sei L0, ja, irgendeine Teilmenge aus R3, die Lösungsmenge dieser linearen Gleichung.
der linearen Gleichung. Des Weiteren haben wir angenommen, dass unser Koeffizientenvektor a ungleich 0 sein soll, insgesamt. Das heißt, irgendeine Komponente davon muss ungleich 0 sein. Und wir sagen jetzt, es existiert also ein Index i, entweder 1, 2 oder 3, sodass ai ungleich 0 ist. Ja, dieser Index ist dann auch dieser, nachdem wir die Komponente auflösen bezüglich den anderen beiden. Sei also OBDA, kennen Sie die Abkürzung? Ja, nein? Nein? OBDA heißt ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Das heißt, wir treffen jetzt eine Annahme und diese Annahme also sieht jetzt erstmal aus, als würden wir den Beweis reduzieren auf einen Spezialfall, aber wenn man sich Gedanken darüber macht, kurz, merkt man, okay, den Spezialfall, der ist gar nicht so speziell. Also man kann das auch gern auf andere Fälle oder leicht auf andere Fälle übertragen. Also zum Beispiel sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit A1 ungleich 0. Ja, wir wissen, irgendein Koeffizient ist ungleich 0. Jetzt nehmen wir mal an, der erste sei ungleich 0. Der Beweis wird sich jetzt nicht großartig ändern, wenn der gleich 0 ist, aber A2 oder A3 ungleich 0 sind. Ja. Dann lösen wir einfach nach einer anderen Komponente auf. Ja, das ist so eine Einschränkung, die man machen kann, die nichts großartig am Beweis ändert. Gut, wenn also A1 ungleich 0 ist, dann ist die Lösung der Gleichung ist der Vektor x mit minus A2 durch A1 x2 minus A3 durch A1 x3. Ja, das ist die erste Komponente, x1, das ist also diese Gleichung, einfach nach x1 aufgelöst, was wir machen können, weil ja a1 ungleich 0 ist. Zweite Komponente ist x2, dritte Komponente ist x3. Ja, das sind wieder irgendwelche beliebig wählbaren Skalare. Und das können wir aber auch schreiben als x2 mal v1 plus x3 mal v2 mit Entschuldigung, es macht hier mehr Sinn, wenn man hier W schreibt. So wie wir jetzt, es ist egal, was man schreibt, aber unserer Notation nach, damit man jetzt nicht zu wirr wird, macht es hier mehr Sinn, x2 W1 plus x3 W2, denn diese W1 und W2 sind gerade die Richtungsvektoren unserer Ebene. Mit x2 und x3 sind beliebige Skalare. Und wie sehen jetzt unsere Richtungsvektoren aus, damit das hier passt? W1 ist definiert als minus A2 durch A1, 1, 0. Und W2 ist definiert als minus A3 durch A1, 0, 1. Ja, das sind also die zwei Richtungsvektoren von unserer Ebene. Und jede Lösung unseres linearen Gleichungssystems lässt sich also so darstellen. Und offensichtlich gibt es auch kein Skalar, sodass W1 gleich dieses Skalar mal W2 ist. Ja, wir haben hier eine 1, 0, die hinteren beiden Komponenten, und hier 0, 1. Es ist egal, was auch immer wir für eine reelle Zahl hier an diesen Vektor dazu multiplizieren, es wird nie W1 herauskommen. Ja, das ist auch eine entscheidende Voraussetzung für eine Ebene, ja, dass die zwei Richtungsvektoren eben keine skalare Vielfache voneinander sind. Ja, also damit haben wir gezeigt, dass im Dreidimensionalen eine lineare Gleichung, die Lösungsmenge davon immer eine Ebene ist. Gut, auch hier gibt es ein entsprechendes Pendant zur Lösung von linearen Gleichungssystemen. Und zwar gibt es, wenn wir zwei Gleichungen uns angucken, brauchen wir den Schnitt von zwei Ebenen. Ja? Die Lösungsgesamtheit von einer Gleichung ist eine Ebene. Wenn wir zwei Gleichungen haben, nehmen wir den Schnitt davon. Ja, was ist möglich für den Schnitt zwei Ebenen? Entweder die zwei Ebenen sind wieder gleich,
dann hat man als Lösungsgesamtheit eine ganze Ebene. Das ist dann der Fall, wenn man bei solchen linearen Gleichungssystemen zwei Nullzeilen hat. Oder die Ebenen sind nicht parallel. Und im Dreidimensionalen gibt es dann auch nur eine Möglichkeit. Sagen wir, die eine Ebene sei die Tafel, eine andere Ebene läge irgendwie hier in dem Raum, geht durch die Tafel. Was wäre dann der Schnitt? Eine Gerade. Das wäre dann die Lösungsgesamtheit. Das, im gleichen System sieht man das dann, wenn eine Nullzeile herauskommt. Oder diese beiden Ebenen sind parallel, aber nicht gleich. Ja, das heißt, sie liegen so übereinander. Dann heißt, dann hat man auch wieder keine Lösung. Man hat eine Nullzeile, aber auf der rechten Seite steht irgendwie was ungleich Null. Das ist ganz gleiche wie im zweidimensionalen Fall. Ich bitte noch kurz um Ruhe. Ich bin ja gleich fertig. Und wenn man drei Gleichungen hat, hat man drei Ebenen, die sich schneiden sollen. Und hier gibt es noch einen zusätzlichen Fall, der passieren kann. Das ist natürlich für die Lösung von solchen Gleichungssystemen wieder der beste Fall. Das ist, also die eine Ebene sei diese Tafel, eine andere Ebene läge so im Raum. Man hat also, der Schnitt davon ist eine solche Gerade. Und jetzt hat man noch eine Ebene, die irgendwie hier in dem Raum liegt. Und der Schnitt von diesen drei Ebenen wäre dann also wieder ein einzelner Punkt. In einem solchen Fall lässt sich also das lineare Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten, da wir im Dreidimensionalen sind, wieder eindeutig lösen. Und die Lösung ist genau dieser Schnittpunkt. Gut. Ich würde sagen, das wäre es dann für heute. Und am Mittwoch geht es dann wieder weiter. Danke.